Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Part von One Piece World Seeker. Wir sind hier in der Saphir-Stadt, heißt sie, glaube ich, angekommen. Hoppala, deine Fortschritte wird an bestimmten Punkten automatisch gespeichert. Das haben wir im letzten Part schon gemacht. Öffne mit Options das Pause-Menü, das haben wir auch schon rausgefunden. Und ja, wir müssen unseren lieben Schiffsarzt Tony Chopper finden. Es ist nicht der eine da. Wenn du über die Brücke gehst, findest du direkt hinter dem Platz eine Kirche. Ich bete immer zusammen mit Jan. Ja, das ist der kleine Scheißer vom ersten Part. Oh, so kann man natürlich auch vorwärts gehen. Ja, da geht einiges schneller. Aber hier ist die Marine. Was jetzt nicht wirklich geil ist. Ich hab doch gesagt, dass ich nichts weiß. Versuche nicht, uns das zu verheimlichen, sonst wirst du es bereuen. Jetzt sag uns, wo der Rest der Stroh-Piraten ist. So, ist das der Ort, an dem Chopper sich befindet? Oh, zur falschen Zeit am falschen Ort. Guck mal, das ist der Strohhut. Ankrasun, sie mir Spaß, dich zu suchen, und jetzt ergib dich. Oh, Kugeln aus Seestein, okay. Ja, dann wird's wehtun. Danke für die blöde Meldung. Drücke Kreis, um Soru zu aktivieren. Beweg dich extrem schnell, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Während einiger Missionen, wie zum Beispiel in bestimmten Kämpfen, erscheint auf der Minikarte ein roter Bereich. Wenn du dich zu weit von diesem Bereich entfernst, schlägt die Mission automatisch fehl. Alles klar, dann kämpfen wir gegen die. Muss man nicht mal ausweichen. Das war's schon. Oh. Warum musstest du genau in dem Moment auftauchen, als ich dich gerade decken wollte? Ja, tut mir leid. Also, wo ist Chopper? Die Marine hat ihn geschnappt. Oh, das ist natürlich blöd. Ich habe gehört, dass sie ihn zur Basis nördlich der Stadt gebracht haben. Du musst ihm helfen. Ohne ihn werden wir jetzt nicht mehr am Leben. Ja, natürlich machen wir das. Zur Marinebasis nördlich von Saphir-Stadt gehen. Dann schwingen wir uns mal über die Häuser hier. So. Dann sind wir schon mal da. Ich sehe ihn nicht. Ja. Das nehme ich an. Vielleicht ist er im Gebäude. Dann los. Ja, ich bezweifle es, dass sie ihn wie Zorro damals draußen fesseln. Oh, ich muss mal kurz was im OBS noch machen. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen lauter. Im letzten Part war das Game ein bisschen leiser. So, das Beobachtungshaki. Ups. Halte L1 gedrückt und drücke R1, um vorübergehend Gegner und Objekte in der Nähe sehen zu können. Beobachterhaki nutzen. Durch Wahrnehmung sinkt die Beobachterhaki-Anzeige unten links. Fällt die Anzeige auf 0, kannst du sie erst wieder nutzen, wenn die Anzeige wieder voll ist. Sie füllt sich mit der Zeit automatisch. Gut. Findet Chopper mit L1, R1. Da ist er, oder? Direkt vor mir. Ja, und jetzt? Achso. Wahrnehmbare Objekte und Personen haben verschiedene Farben. Rot, angreifende Gegner. Gelb, ausschauhaltende Gegner. Grün, freundliche Charaktere. Weiß, zerstörbare Objekte. Fernangriffe. Drücke R2 und lasse anschließend wieder los, um einen Fernangriff auszuführen. Triff Gegner am Kopf, um einen kritischen Treffer zu landen. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden und können Gegner sogar kurz aufhalten. Dadurch können sie leichter betäubt werden. Die Fernangriffanzeige wird unterhalb des Fadenkreuzes angezeigt. Sie sinkt, wenn du Fernangriffe nutzt. Färbt sie sich rot, kannst du Fernangriffe erst wieder einsetzen, wenn sie sich nach einiger Zeit automatisch wieder gefüllt hat. Halte L2 gedrückt, um zu zoomen und um bei Fernangriffen besser zielen zu können. Alles klar. Oder hier funktioniert das nicht. So. So, ich muss kurz einen kleinen Cut machen. Ich musste kurz niesen. Oh, ich darf nicht aus dem Gebiet raus, ne? Wie mache ich das dann am besten? Ja, komm, ich greife einfach an.
Da ist hinter. Oh, hoppala. Oh Mann, ich wollte jetzt einen Fernangriff probieren, das war wohl nix. Waren das schon alle? Oh lol. Das wären dann alle von denen. Halte durch, Chopper, ich hol dich gleich raus. Ja, das waren nur drei Stück. Okay. Halte Dreieck gedrückt, um Items aus Schatzkisten an dich zu nehmen, um bestimmte Türen zu öffnen. Boah, so lange musst du den Scheiß gedrückt halten. Falls man die PlayStation wieder hört, rumoren, excusez-moi. Niemals, siehst du, ich habe nicht mal einen Kratzer abbekommen. So ein Glück. Ja, anscheinend geht es dir auch gut. Nimm dich vor den Waffen in Acht, die auf dieser Insel benutzt werden, Ruffy. Sie werden mit Munition aus Seestein geladen, also verletzen sie auch Teufelsfruchtnutzer. Ja, tut weh. Ja, du wurdest bereits angeschossen? Zum Glück geht es dir gut. Pass auf dich auf, Ruffy. Bist du denn hier ganz alleine? Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Wir wurden alle getrennt. Bist du auch alleine? Ja. Was machen wir jetzt? Wäre es okay, wenn ich erstmal nach der Sunny in Bernsteinhafen sehe? Dort waren Matrosen, die versucht haben, die Piraten im Hafen festzunehmen. Also befürchte ich, dass sie etwas mit der Sunny angestellt haben könnten. Außerdem wurde dort ein Pirat sehr schwer verletzt. Ich muss ihn behandeln. Gut. Ich gehe vor und halte Ausschau nach der Person, die verletzt wurde. Such du Jean und bring sie zur Sunny. Was hatten die damit zu tun? Ich will, dass sie mir bei der Behandlung hilft. Sie weiß mehr über diese Insel als irgendjemand sonst. Jean sollte in der Kirche sein. Sie hatte ja gesagt, dass sie da lebt. Gut, dann gehen wir zurück zur Kirche. Kapitel 1, Hauptmission erfüllt. Start Hauptmission, Kapitel 2, Bernsteinpiraten. Bei der Kirche mit Jean sprechen. Fertigkeitenpunkte verdienst du, indem du Mission abschließt und Gegner besiegst. Im Bereich Fertigkeiten im Spielmenü kannst du mit deinen verdienten Fertigkeitenpunkten neue Fertigkeiten erwerben. So kannst du neue Angriffe erlernen und neue Fortbewegungsmöglichkeiten freischalten. Dann machen wir das doch gleich. Da gibt's Kampf, Panzerhaki, Parameter, Erkunden und Beobachterhaki. Ich kann im Kampf nichts machen, das ist blöd. Was ist das? Drücke X, um mehr maximale TP Einsatz zu erhöhen. Was ist das? Ah, ich muss das nehmen, oder was? Du hast jetzt mehr Max TP 1 erworben. Drücke Kreis, um das Fertigkeitenmenü zu schließen. Ja, will ich aber nicht. Ah, sind das die Punkte da links unten, oder? Wie komme ich denn jetzt wieder in das Menü? Na, egal. Gucken wir mal, ob es hier irgend noch was gibt, was wir kaputt machen können. Da leuchtet was. Alteisen haben wir gefunden. Oh, hallo. Da ist der nächste. Hoppala, jetzt ist die Anzeige leer. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Wenigstens können wir so mit den Gummiarmen und so fortbewegen. Geht viel, viel schneller. So, da haben wir die Jeanne. Ach, du bist okay. Wie geht's, Chopper? Gut, gut. Wo ist er? Bernsteinhafen. Er meinte, er würde einen Verletzten behandeln. Könntest du ihm dabei helfen? Gut, ich gehe los, sobald ich fertig bin. Es treiben sich gefährlich aussehende Piraten im Bernsteinhafen herum. Also sei besser vorsichtig. Jetzt muss ich auch dorthin gehen. Okay. Wo geht's denn durch? Ah, da. 310 Meter. Ja gut, dann machen wir uns auf den Weg. Kann ich mich... Ja, da geht nicht am Felsen, ne? Nee. Ah, die haben sowieso nur Messer oder auch nicht.
Das ist der Böse mit der Waffe. Uff. So. Muss ich kurz gucken in den Einstellungen, ob man irgendwie bei der Steuerung... Kann man nicht. Ob ich das mit... Ob ich den rechten Stick ein bisschen schneller bewegen kann. So kann er sich da nicht festhalten. Naja. Also der Hafen. Noch nicht so weit weg. Die 300 Meter sind schnell gelaufen. Das ist der Bensheinhafen. So. Du kannst überall auf der Inselkarte einen Marker platzieren. Drücke R3, um den Marker an der Cursor-Position zu platzieren. Zum Pfeil erscheint für Gebiete außerhalb der Minikarte, damit die Richtung bekannt ist. Soll sich der Cursor über diesem Zeichen befinden, wird durch Drücken von R3 der Marker entfernt. Gut. Dann muss ich nur noch Chopper finden. Da ist so ein gelber Stern. Festungsgrün Hartholz. Okay. Wird mir nicht angezeigt, oder der Job heißt, ne? Nee. 1000 Sunny finden und mit Chopper reden. Na gut, da vorne ist sie, die Sunny. Wie sehen die denn aus? So, der Sunny geht's auf jeden Fall gut. Winziges Holz. Kann ich mich nicht da zur Sunny schwingen? Gut, da ist Chopper. Dann... Hallo. Ist die Sunny seetüchtig? Ich weiß nicht. Für mich sieht sie okay aus, aber Frankie muss sie sich mal ansehen. Sollte ich wohl besser schnell zu den anderen. So, die Jeanne ist auch da. Ich bin hier, um zu helfen. Wo ist der Verletzte? Jetzt, wo du es erwähnst. Ich sehe ihn nirgends. Er muss sich irgendwo im Hafen verstecken. Wir haben ihn zuerst im westlichen Teil des Hafens gefunden, also ist er vielleicht dort in der Gegend. Wir müssen ihn finden, bevor es zu spät ist, Ruffy. Jeanne, helf mir, ihn zu suchen. Gut, dann teilen wir uns auf und suchen nach ihm. Gut, dann können wir wieder gehen. Schade, kann ich mich nicht da an den Felsen... Oh. Hochklammern. So, aber das geht. So, irgendwo hier im Gebiet muss der sein, ne? Den verletzten Piraten finden. Da vorne hat es ein paar grüne, Sachen gehabt. Und da steht einer vor der Tür. Muss ich vielleicht mit ihm reden? Sie streiten sich hinter diesem Gebäude. Da ist ein Typ, der verletzt ist, aber weißt du, ich würde mich da lieber nicht einmischen. Doch. Aber wie komme ich denn da rein? Ah. Bist du in Ordnung? Boah, das tut weh. Der nabige John. Halt durch, ich bring Chopper sofort her. Spar dir das, hm? Vergiss ihn, er ist mir nicht mehr von Nutzen. Okay. Beeil dich und behandle ihn. Auf der Sonne sollte ich ihn besser versorgen können, also bringe ich ihn zuerst dorthin. Ja, ich werde dir helfen. Was ist hier los? Die kleine Anführerin hilft einem schrecklichen Piraten? Also soll ich jemanden, der verletzt ist, einfach im Stich lassen? Ganz sicher nicht. Der Kleine hat sich das Ganze selbst zuzuschreiben. Hätte er die Schuld für den Angriff auf die Stadt nur nicht auf sich genommen, dann hätte die Marine niemals vermutet, dass ich dahinter stecke. Jetzt hast du es geschafft. Wenn du ihm so dringend helfen möchtest, kannst du ihm in der Hölle Gesellschaft leisten. Darum werde ich Piraten nie verstehen. Also willst du ein Mitglied deiner Crew einfach so im Stich lassen. Hast du ein Problem damit? Ein Crewmitglied, das seinen Kapitän in Gefahr bringt, ist nichts weiter als ein nutzloses Werkzeug und verdient es, weggeworfen zu werden. Ich habe genug gehört, du bist als Kapitän nicht geeignet. Wer hat die Erlaubnis, mir zu widersprechen? Ja,
Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du mir gegenüber den Mund zu voll nimmst. Ah, dieses blöde Zeichen links oben, das nervt. Drücke Steuerkreuz nach unten zum Wechseln des Modus. Der Beobachter-Haki-Modus, blau, bietet schnelle Angriffsfolgen. Durch Kreis wirst du flink, Soru. Der Panzer-Haki-Modus ist rot, bietet Angriffe mit großer Reichweite. Durch Kreis erleidest du weniger Schaden, dann gibt's die Härtung. Drücke im Panzer-Haki-Modus Kreis, um deinen Körper härter zu machen und weniger Schaden zu erleiden. Die Härtung endet allerdings automatisch, nachdem du eine gewisse Menge an Schaden erlitten hast. Und macht dich außerdem langsamer. Komm. Ich besiege zuerst mal hier seine beiden Handler, oder? Let's go. Oh. Damage macht er. Komm schon. Da bleibe ich lieber im Beobachter-Haki und weiche dafür aus. Oh. So, da ist er besiegt, der Kapitän Einmann. So. Mist, du bist zäh. Sieht aus, als wären Chopper und Janin kommen. Dann gehe ich wohl zu Sunny zurück. So, dann mache ich das noch. 20 Fertigkeitspunkte erworben. Drücke Steuerkreuz nach unten, um den Modus wieder zu wechseln. Nutze die Vorteile der einzelnen Modi, um alle Situationen zu meistern. Jeder Modus bietet andere Fertigkeiten, also lerne und nutze Fertigkeiten, die am besten zu deinem Spielstil passen. Aber wenn ich hier bin, geht alles... Ah ne, das geht auch noch oben. Aber ich bleibe im Beobachter-Haki. Das ist... einfacher. So. Gehen wir noch dahin und dann würde ich sagen, ist dann auch schon genug für heute. Wie geht's ihm, Chopper? Er ist über den Berg. Allerdings muss er noch eine Zeit lang weiter behandelt werden. Tut mir leid, dass du wegen mir Abschaum so viel Ärger hattest. Ich bin Arzt. Ich kann jemanden, der verletzt ist, nicht einfach im Stich lassen. Ja, so ist er, der Chopper. Mach dir keine Sorgen darüber. Wenn Chopper sagt, dass er dich wieder in Ordnung bringt, dann macht er das auch. Danke. Ich weiß nicht, wie ich meine Schuld euch gegenüber jemals begleichen soll. Wie wär's mit Fleisch? Ja, dafür haben wir keine Zeit. Schätze, du hast recht. Du weißt nicht zufällig, wo der Rest unserer Crew ist, oder? Deine Crew? Ich fürchte nicht, aber ich habe gehört, dass sich bei der Jadebrücke ein Teufelsfruchtnutzer rumtreiben soll. Ja, dann wird das entweder Robin oder Brooke sein. Chopper, pass auf die Sunny auf. Ich sehe mich mal bei der Jadebrücke um. Wo ist sie denn? Ja, Ruffy, sagt sie. Ruffy reicht, was ist? Die Jadebrücke befindet sich nördlich von hier. Aber die Marine hat dort einen Kontrollpunkt eingerichtet, also könnte der Teufelsfruchtnutzer ein Matrose sein. Das wird gefährlich für dich, bist du sicher, dass du trotzdem hingehen willst? Ja, na klar. Sie sind dir wirklich wichtig, nicht wahr? Hier, Ruffy, nimm diese Baby-Teleschnecke mit. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Gut. Der narbige John, das solltest du mitnehmen, das nützt dir vielleicht noch. Was denn? Aufregungsabzeichen. Kapitel 2 erfüllt. Du kannst alle Ausrüstung anlegen oder entfernen, die im Spielmenü unter Ausrüstung aufgeführt ist. Ausrüstung kann Ruffys Werte erheblich steigern. Lass uns etwas ausrüsten. Die Werte ausgewählter Ausrüstung werden unten links angezeigt. Wähle mit X zunächst ein anzulegendes Item aus. Drücke im nächsten Ausrüstung Platz X, um das Item auszurüsten. Mit Fertigkeiten kannst du bis zu 3 weitere Plätze erhalten. Du hast das Item jetzt ausgerüstet. Ruffys Werte werden unten rechts angezeigt. Drücke Kreis, um das Ausrüstungsmenü zu schließen. Super. Hat ja viel gebracht. So, dann... auf der Sunny ist da noch so eine... irgendetwas, was ich interagieren kann. Ist das hier?
Wo ist das denn? Kann ich auch hier rein? Nee. Das ist da oben, oder? Irgendwas kann ich doch hier interagieren. Oder muss ich da nach oben? Naja, egal. Dann, ah, so weit kann er nicht. Würde ich sagen, war es das für den heutigen Part. Mit dem Blick auf die Sunny. Kommen wir mal von da oben. Gucken wir schön auf das wunderschöne Schiff. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Tschüss.